Ja, hallo, liebe Magierfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Zikkurat. Heute, ich muss es sagen, zum letzten Mal, ich möchte das Spiel wenigstens einmal ordentlich abschließen, deswegen spielen wir heute mal auf endlos, auf einfach spielen wir heute, auf endlos, ja, damit wir es nochmal ordentlich abschließen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir diese ganzen geilen Sachen dann nicht noch freigeschaltet haben. Aber naja, es ist halt ein Spiel. Das kann man dann offscreen noch weiterspielen. Wobei ich nicht weiß, ob ich dazu komme. Aber versuchen können wir es ja mal. Und mich würde mal interessieren, was wir hier für einen Charakter bekommen, wenn wir es auf einmal durchgespielt haben. Wir werden, glaube ich, was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme den Zauberer. Den fand ich immer ganz geil. Also den Novizen. Das ist der Lehrling, so ein Novize, das ist ein Akrobat. Wir nehmen den Novizen, den fand ich sehr geil, weil der mit seinem Standardzauber einfach ordentlich Damage gemacht hat. Ja, und dann versuchen wir es einfach jetzt nochmal ordentlich durchzuspielen. Und es wird hoffentlich super. Halle der Verzweiflung, Ebene 1. Das ist der Sekundärangriff. Damit kann man nochmal ein bisschen was machen. Hier haben wir noch ein bisschen Seelenfrost. Nice. Pew! Okay, ist mir egal. Ich nehme meinen geilen Zauberstab. Und dann geht's sofort los. Sofort hier. Njong! Oh, es ist so schön schnell. Es ist ein schönes, schnelles Spiel, Leute. Ich muss sagen, ich habe jetzt wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Es ist nämlich noch so ein... Das ist so ein kleines Problem in dem Spiel. Finde ich. Dass man tatsächlich es nicht so krass hintereinander spielen kann. Also, ja, die Durchgänge sind teilweise so lang, dass man wirklich nach einem Durchgang einfach nicht mehr so fit ist. Weil das braucht schon ein bisschen mehr Konzentrationsfähigkeit, hier drauf zu achten und alles im Blick zu haben und so. Ja, ich glaube schon. Dass es nicht ganz so... Es ist... Was heißt es? Ich glaube, es ist einfach so. Ich empfinde es so. Ja, ich empfinde es so, dass man nicht lange spielen kann. Hier ist übrigens der böse Raum vom bösen Mann. Schnell weg hier, der böse Mann. Mal gucken, ob wir irgendwas kaputt machen können. So, gehen wir mal hier geradeaus. Gibt es irgendwas zum kaputt machen? Nö. Hallo, ist hier jemand? Hallo, ich habe Angst. Ein Diener ist hier. Da ist der Diener. Oh, gut ausgewählt, mein Freund. Oh, du bist ja super. Oh, krass. Der kann das, richtig. So, der ist down. Ich bin Stufe 2. U drücken, schnell U drücken. Steckensammler, Zauberer. Erhöht deine Mana-Vorrat für Zauber. Ja, sag ich, beides geil. Zauber haben wir bis jetzt wenigstens schon. Zauber haben wir schon, können wir wenigstens verwenden. Aua. Hat mich getroffen, der Sack. Alter, geil vorgezielt, Mann. Nice. Respekt, Gegner. Respekt. So. Da ist auch noch einer. Ja, ich kann springen. Haha. Oh, jetzt haben wir mit Shift. Oh, voll reingejumpt. Ja, haben wir alles aufgesammelt. Sehr schön. Jetzt müssen wir leider wieder alles absuchen, weil wir müssen schauen, bin ich doch irgendwo zufällig ein der Weg sein könnte. Ein kaputter Weg. Ich habe in den Kommentaren schon gehört gehabt, ich habe irgendwo mal einen Raum übersehen. Es tut mir natürlich leid. Wenn man hier so schnell durchrennt wie ich, dann kann das tatsächlich mal passieren. Leider, muss ich dazu sagen. Was ist hier denn? Ein Fallenraum? Hey, war ich schon mal? Ach, das ist der Start. Das ist der Start. Lol. Was gibt's denn hier Schönes? Aha, da gibt's etwas Feines zum Holen. Ah, das sind die Brunnen. Ah. Die Brunnen. Dann wählen wir mal. Yeah, Stecken verbrauchen weniger Mana. Andere Magiearten dafür mehr. Bäh. Ja, klasse. Der hat echt was gebracht, ey. Wie viel Leben haben wir? Wir haben jetzt Haufen Leben. Alchemie. Haben wir... Ja, okay. Steigt eine Stufe auf. Oh, geil. Oh, geil. Nice. Thank you very much, Druide. Tränke gewähren dir mehr Leben. Heiltränke gewähren doppelt so viel Leben, aber deine maximale Leben wird um 20% reduziert. Hä? Oh, ich mach nochmal. bitte, was Gutes, bitte. Ja, Gegnergeschwindigkeit verringert. Oh, schön. Thank you very much, ihr Brunnen.
Ja, manchmal kommt auch was Gutes bei raus. Aber nur manchmal. Manchmal. Aber nur manchmal. Hier gibt es schon Gegner. Geil. Ihr seid voll lahmärschig, ihr Gegner. Ihr seid lahmärschig. Hä? Da. Hat gewundert, wo der ist. Aua. Du. Hallo. Und tschung. Uha, ich sehe nichts mehr. Hä? Wo kommt das her? War das noch vom Pilz? Okay. Jump. Okay, ist down. Aua. Aua. Na? Hä, ist der unsichtbar? Was? Was zur Hölle? Der ist unsichtbar! Der hat sich aber unsichtbar gemacht. Nice. Sehr schön. Okay, hier gab es ja nichts. Oder gab es da irgendwas Verstecktes? Ein versteckter Ausgang oder so? Nein, nein und... Bin ich sicher? Nee. Nein, nein, nein. Miau. Hüpf. Aber ich finde das so schön, so schnell zu sein. Wir haben jetzt ein bisschen Leben verschwendet, leider. Das kriegen wir wieder rein. Hoffe ich. Nein, kein Leben oder so. Hallo? Hier gibt es ein paar Diener. Nice, finde ich gut. Ah, die vier, die müssen wir tatsächlich noch killen. Für das Achievement quasi. Wow. Die sind zwar langsam, aber sie schießen nicht langsam. Die Schüsse sind genauso schnell. Miau. Was irgendwie logisch ist, ne? So. Jep. Hüpf. Okay. Also auf easy ist es momentan noch sehr easy. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass einfach die Gegner schneller sterben. Das kann natürlich sein. Hier könnte es natürlich eine versteckte Tür geben. Das Gute ist, das müsste man eigentlich von hier oben aus sehen. Das sieht so schon komisch aus, aber da wird auch nichts drin sein. Hm. Na gut, dann eben nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Räume abgefarmt, ne? Bis da unten noch. Brauchen wir den Schlüssel noch, sonst können wir eh nichts machen. Hüpf! Ich finde das so geil, so lang zu hüpfen, so. Das macht echt Fun in dem Spiel. Das macht echt Fun. So, ich habe auch gesehen, jemand hat versucht, die Engine rauszufinden von dem Spiel. Hey, danke, dass du es versucht hast. Auch wenn es ja leider nicht ganz so geglückt ist. Aber ist schon okay. So. Da. Mach Platz. Hier komme ich. Gib mir die Karte. Regeneriert einen kleinen Teil deines Manas zu Beginn jedes Kampfes. Naja, warum nicht? Avatar Farm Online. Was? Avatar Farm Online? Was ist das denn? Die Fortsetzung von Avatar Farm, veröffentlicht 2012. Die beste Neuerung. Och Mann! Wird das lesen? Ernsthaft? Wieso machen die das? Boah, Gott. Ja, ich bin so gefreut. Oh, hier gibt's noch eine Story. Der letzte Atemzug. Die Dunkelheit dieses Raums lauert mit wachsender Beharrlichkeit über mir. Ich fühle mich, als würde diese Wände mich Ich fühle mich, als würden diese Wände mich gefangen halten. Sich stets verändern, mich verspotten. Als würden sie nach meiner Seele suchen, um ihre verderbliche Existenz zu nähren. Es ist nicht der Tod, der meinen Wahn vorantreibt. Es ist die Ungewissheit, was mich auf der anderen Seite erwartet, wenn all dies vorüber ist. Hm. Ja, tut mir ganz schön leid. Was, es gibt Erfahrungspunkte? Okay, geil. Trinke, wenn wir mehr leben. Zerstöre den aktuellen Waffen, um deren Waffengeschütz um 20% zu... Ja, da wird das Einzige, was kriegt, ist dann der Mana. Aber der ist geil. Also hier, das war jetzt die Waffe für Magie. Die Magiewaffe. Das ist ja quasi so eine Art Pumpgun, weil das ja Magie raushaut. Das haut ja Magie quasi raus, so bürstmäßig, ne? So, und schießt einmal, machst Haufen Damage. Und wenn das jetzt nochmal 50% verstärkt ist, why not? Why not? Brauche ich jetzt eh nicht in dem Kampf. Den hau ich jetzt so um. Hallo? Da kommt der Portalschlüssel.
König Blob, hallo, majestätischer Schleim. Tschu, 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 tschu. Es ist ja auch auf easy. Wow, wow, wow. Alter, die Dinger. Ich meine ja irgendwie schon Angst. Alter. Wow, voll reingerannt. Ja, mein Mana ist halt ein bisschen schwach. So, er ist down. Nein, nicht ins Portal. Oh. Hey, warum? Seit wann machen die denn so eine. Noch so ein blubbiges Blubzeug auf dem Boden? So. Na gut, wir haben nichts Neues. Also rein da. Yeah. Jetzt gibt's Haufen Punkte. Kaufen. Kaufen. Haufen meine ich. Kaufen. Was? Was? Nein, ich habe gespeichert, ich Idiot. Speichern und beenden geklickt. Aber mal ganz ehrlich. Unten rechts sollte eigentlich immer der Weiterknopf sein und nicht der. Speichern und beenden Knopf. Das finde ich schon irgendwie komisch. Glutfelsmine, Ebene 2. Oh! Spektralringe haben wir jetzt bekommen. Ja, macht bestimmt auch Damage. Okay, jetzt haben wir 1000 Räume. Gehen wir erstmal hinten die Räume. Hallo, ist da jemand? Ah, hier ist dieser Raum schon wieder. Ach, die Viecher. Haha. Gib mir deine Erfahrung. Hier sehe ich mal keine Gegner. Da ist ein Gegner. Ja, ja. Verfolg mich ruhig. Wo bist du hin? So. So. Erfahrung, Erfahrung. Sup. Wow. Wow, da ist noch irgendwas hinter mir. Wow. Es sind ja mehrere. Das finde ich aber irgendwie geil. Ja, kommt alle auf einen Haufen. Das finde ich gut. Ja, lassen wir mal ein bisschen Energie übrig. Ja, das ist gut. Ja, ein paar Punkte wollen wir gut gebrauchen. Ja, ein bisschen was K.O. hauen. So, nice. Und da ist der Supermacker hier, der Obermacker. Sup. Easy. Also noch einer. Ein bisschen höher ziehen vielleicht. So. Geil, da kommt immer mehr. Bedeutet immer mehr Erfahrung. Hihi. So, Abrissbirne. Halte durch das Zerstören von Objekten Leben zurück. Deine Bewegungsgeschwindigkeit steigt kurzzeitig stark an, wenn du getroffen wirst. Na, finde ich doof. Ich nehme lieber das mit dem Leben. Jupp. Hier gibt es noch ein paar. Sup. Ich weiß gar nicht, warum ich heute die ganze Zeit Sup sage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das her habe. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie was geguckt hätte. Ich habe einfach nur Sup im Kopf. Alter, gibt es viele Wege. Alle Wege führen nach Rom. In unserem Fall zum Dings. Zum Endboss. Oh, geiler Raum. Ein enger Raum. Perfekt. Was hält er? Die halten aber was aus. Was ist das denn? Wow, krass. Vielleicht, dass sie so viel aushalten können. Wow, das war's schon. Das ist alles schwach, Martin hier. Alles schwach auf der Brust. Na, kein extra Raum. Also wieder raus. Oh, wenn man durchrennt, geht das auch kaputt. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh. Sieht aus wie ein Portalstein, den wir hier finden können. Ansonsten gibt es ja nichts, ne? Gibt es irgendwie einen extra Raum? Extra Raum? Kein extra Raum? Okay, gehen wir wieder raus. Oh, hier sieht so schön aus mit dem Licht. Oh. Oh. Oh, Infos! Lass dich von diesen abscheulichen Kreaturen mit ihrem wirren Gang und ihren kehligen Stimme nicht in die Irre führen. Es scheint so, als seien sie die einzigen, die ihre Waffen mit großer Präzision einsetzen können. Einige Lehrlinge haben dies aber zu spät gelernt. Ja, die armen Lehrlinge, ne? Wir armen Lehrlinge. Ich bin aber kein Lehrling mehr. Doch, ich bin Lehrling, oder? Weiß gar nicht mehr. So, haben wir alles Wichtige schon eingesammelt, was wir brauchen? Auf zum Boss. Nein, wir werden natürlich alles niedermetzelt. Alles, was wir finden, wird niedergemetzelt. Wir brauchen Erfahrungspunkte.
können uns ja selbst, obwohl wir auf einfach spielen, können wir uns ja jetzt nicht... Oh, plündern. Was, in der zweiten Ebene schon plündern? Nice. Find nur nichts zum Plündern. Da ist was zum Plündern. Oh, und dann noch mit den Schreihälsen. Oh. Yeah, Stufe 6. Erhöht deinen Mana-Wert für Zauber. Die haben wir ja eigentlich schon. Also machen wir für Alchemie. So, das noch mehr Plündern. Wir müssen anscheinend bei den Viechern durch. Hä? Achso, ich muss bloß noch die Viecher killen. Oh. So. Irgendwas trifft man immer, wenn man so ballert. Wow. So. Löwenzahn. Wie fange ich mir einen Kopf? Was? Das ist eine Hexe. Klingt komisch, ist aber so. Gut. Ja, mehr brauche ich ja nicht, ne? So, noch irgendwas. Nice. So, hier noch irgendwas zum kaputt machen. Muss schnell mal rüberlaufen. Nein, nein. Okay. An sich ist ein echt cooles Spiel. Und es tut mir leid, dass ich dieses Projekt beenden werde. Nicht muss, aber werde. Ich glaube, wir haben ja das Spiel doch recht gut gezeigt. Haben es auch schön gespielt. Haben es natürlich nicht durchgespielt. Also, durchspielen. Ich habe sowieso nie vorgehabt, das Spiel richtig durchzuspielen. Weil durchspielen würde beinhalten, dass man hier... Oh. Pass mal auf hier. Ja, so macht man das. Nur ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Danke, danke. Und tschum. Ja, wie gesagt, durchspielen würde ja bedeuten... Also mir war von Anfang an bewusst, dass ich nicht durchspielen kann, weil das quasi fast schon so ein Endlos-Ding ist. Und deswegen, ja, war mir das schon irgendwo bekannt. Und ich dachte mir jetzt, bevor ich jetzt nochmal einen Run mache, so der über eine Stunde geht, und ich am Ende wieder am Boss verrecke. Hä, scheiße, ist schon der Gegner? Was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich Idiot. Hat man den jemals schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, den hat man noch nicht. Wow. What the fuck? What the fuck, geht hier ab. Was ist das? So und so. Oh oh. Damit kannst du mich nicht besiegen. Hüpf. Hüpf. Hüpf, 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 hüpf. So. Wow. Wow. Und also down. Stufe 7. Ich bin Stufe 7. Erhöht ihr maximal Leben? Ah, die Geschwindigkeit beim Sprint ist erhöht. Ist ja zwar geil, aber maximales Leben ist immer geil. So, das heißt, wir gehen trotzdem noch mal wieder raus hier. Weil, ja, haben wir jetzt den Boss vielleicht schon besiegt, aber... Naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Erfahrung. Könnte ich gleich zum nächsten Boss rennen. Miaung. Das war aber easy, würde ich sagen, ne? Das war schon ein bisschen komisch. Ich suche gerade einen Ausgang. Nein. Okay. Sup. So. Na gut, das ist ein ganz schön langer Weg bis zum Boss. Krass. Das ist alles, wo man jetzt hier hinlaufen könnte. Na gut, wir haben ja schon einiges gesehen, sehe ich gerade. Einiges haben wir ja doch schon freigeschalten hier in dem Level, aber hier gibt's noch mehr. Noch mehr. Hallo, Diener. Ach, die. Ah, die lassen schön viel Zeug frei. Finde ich immer geil. Dum, dum, dum. Ich habe keine Energie mehr. Jetzt habe ich wieder Energie. So. Und jetzt hauen wir den um. Leute, das ist gerade selbst in die Luft gejagt. Sah so aus. Ja, die Energie ist manchmal ein bisschen low.
Das ist Erfahrung. So. Erfahrung sollte man nie... Oh, das war meine E-Mail. Entschuldigung. E-Mail-Programm nicht geschlossen. Düm, 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 düm. So, mehr gibt es ja nicht, okay. Es gibt aber noch mehr Räumis. Und zwar hier nach links.